Es ist wirklich wahr, Ihr Hobby kann Sie den Job kosten. Zumindest dann, wenn Sie sich bewerben. Ich warne Sie vor Hobbys, die Sie keinesfalls im Lebenslauf nennen dürfen. Mein Name ist Martin Wehle. Der Focus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich habe schon viele tausend Menschen in neue Jobs gebracht. Unter anderem durch mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Also wenn Sie in Ihrem Lebenslauf ein Hobby nennen, dann sollte dieses Hobby ja für Sie sprechen. Dann sollte es Argumente liefern, warum Sie eingestellt werden. Aber viele Bewerber, die nennen da Tätigkeiten, die nennen da Hobbys, die gegen Sie sprechen und die dafür sorgen, dass die Bewerbung aussortiert wird. Ich werde Sie jetzt vor solchen Hobbys warnen und ich sage Ihnen auch, in welcher Reihenfolge ich das tue. Ich nenne Ihnen 10 Hobbys, die Sie keinesfalls nennen dürfen. Die ersten 5, das sind gar keine Hobbys, die werden mit Hobbys verwechselt. Und die zweiten 5, da ist unter anderem Fußball dabei. Die zweiten 5, das sind echte Hobbys, aber dennoch ist es nicht klug, sie zu nennen. Und ganz am Ende dieses Videos, da sage ich Ihnen, ob ich mein eigenes Hobby, ich bin nämlich begeisterter Hobbyangler, ob ich das als Bewerber nennen würde oder eher nicht. Fangen wir an mit Hobbys, die gar keine Hobbys sind und die gefährlich in jeder Bewerbung sich auswirken. Erstens, Freunde treffen. Wer angibt, dass Freunde treffen sein Hobby sei, der schreibt zwischen den Zeilen ungewollt, ich habe eigentlich keine besonderen Interessen, ich bin kein besonders engagierter Mensch und deshalb hänge ich mit meinen Freunden ab. Ich spitze das mal ein bisschen gemein zu, weil das von einigen Personalern wirklich so gelesen wird. Also Freunde treffen ist kein Hobby, lassen Sie es weg. Zweitens wird oft genannt Ausgehen. Das machen jüngere Menschen sehr gerne. Es spricht nichts dagegen, dass sie ausgehen, aber es spricht sehr viel dagegen, dass sie das im Lebenslauf als Hobby angeben. Denn mit Ausgehen verbinden Firmen oft, dass jemand erst spät nachts nach Hause kommt, morgens müde mit zusammengekniffenen Augen in die Firma torkelt und dort womöglich übermüdet Fehler begeht. Und Ausgehen ist auch kein Hobby, das lässt auf eine Armut an Interessen schließen. Ein drittes Hobby in Anführungszeichen, das Sie weglassen sollten, Musik hören. Ja, Musik hören, das klingt wieder nach Passivität, da lässt sich jemand berieseln, da tut jemand selber nichts. Toll wäre es, wenn Sie ein Instrument spielen, wenn Sie in einem Chor singen, aber Musik hören an sich wird als Hobby nicht gern gesehen, lassen Sie es weg. Ein vierter Punkt, den ich gerade neulich gelesen habe und da habe ich sogar ein bisschen lachen müssen, das ist Essen gehen. Ja, ich gehe auch gerne essen, aber wenn Sie das als Ihr Hobby angeben, dann gelten Sie als passive Persönlichkeit, die sich gern von anderen bedienen lässt. Aber in der Firma ist es ja umgekehrt. Da sind Sie der Kellner, der die Aufträge vom Chef bekommt und der liefern muss. Essen gehen, das rückt Sie in ein Licht der Passivität. Das sollten Sie nicht tun. Lassen Sie es weg. Wenn Sie selber kochen, ist das ein schönes Hobby. Kochen mit Freunden ist noch ein bisschen besser, weil Sie dann was in der Gemeinschaft tun. Aber Essen gehen, nein, das gehört nicht in den Lebenslauf. Und jetzt ein Hobby, das ganz, ganz schlimm ist, Hobby wieder in Anführungszeichen, Fernsehen schauen. Ich habe das gerade bei einem jungen Menschen gelesen. Also Fernsehen schauen ist ein Inbegriff für Passivität. Da sitzt jemand auf dem Sofa und lässt sich berieseln. Und Sie sollten ja als Persönlichkeit rüberkommen, die selbst ein Programm macht, in Anführungszeichen, die in der Firma was bewegt und was anpackt. Da ist Fernsehschauen keine gute Idee. Wenn Sie dagegen einen YouTube-Kanal betreiben, im kleineren Umfang natürlich, dass es nicht als eine Riesentätigkeit aussieht. Sowas ist interessanter, weil Sie da Initiative beweisen und was auf die Beine stellen. Und jetzt komme ich auf 5 weitere Hobbys, und zwar echte Hobbys, Freizeittätigkeiten zu sprechen, die gefährlich sind aus verschiedenen Gründen. An 6. Stelle habe ich das Kickboxen. Kickboxen ist sicherlich ein ehrenwertes Hobby, das körperliche Fitness voraussetzt, das Konzentration voraussetzt, aber Kickboxen hat ein relativ hohes Verletzungsrisiko und das ist ein Grund, warum Firmen oft jemanden, der dieses Hobby angibt, nicht einstellen. Wenn es 2 gleich qualifizierte Bewerber gibt und der eine, der gibt ein Hobby an, das ohne Verletzungsrisiko ist und der andere gibt ein Hobby an mit diesem großen Verletzungsrisiko, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie als Kickboxer draußen sind. Darum lassen Sie das weg, es sei denn, Sie bewerben sich in der Fitnessbranche und es hat eine Relevanz für den Job, beispielsweise bei einem Sicherheitsdienst. Ein 7. Hobby, das Sie weglassen sollten, ist Free Climbing. Da haben wir genau dieselbe Situation. Firmen fragen sich immer,
Gefährdet sich da jemand, gefährdet jemand seine Gesundheit, womöglich sein Leben? Und dieses Hobby, auch wenn das vielleicht zu Unrecht ist, dieses Hobby wird mit großer Gefahr verbunden. Und darum scheuen Firmen davor zurück, Menschen einzustellen, die dieses Hobby ausüben. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ich bin so begeisterter Freeclimber, dass ich das unbedingt angeben möchte, das können Sie tun, da bin ich auf Ihrer Seite, aber da müssen Sie halt einkalkulieren, dass Sie mehr Absagen bekommen, als es nötig wäre. Ein achtes Hobby dieser Art ist Fallschirmspringen. Das ist nun zweifellos aktiv im Gegensatz zu den ersten fünf Tätigkeiten, die ich genannt habe. Das ist auch mutig, jawohl, aber auch damit verbinden Firmen ein Verletzungsrisiko. Nicht, dass man unbedingt abstürzt, aber dass da mal die Knöchel zu Schaden kommen, das soll schon häufiger passieren. Darum ist auch das ein Hobby, das ich bei einer normalen Bürotätigkeit nicht angeben würde. Da bin ich bei einem neunten Hobby, und zwar dem Motorradfahren. Motorradfahren geht auch mit größeren Verletzungsrisiken einher, denn Motorradunfälle, die gehen oft böse aus für die Motorradfahrer. Und Firmen, die fragen sich immer, wenn sie ein Hobby sehen, die fragen sich immer, welche Relevanz hat es für uns? Ob sie mit dem Motorrad oder mit dem Auto in die Firma kommen, das hat keine Relevanz. Aber ob sie arbeitsfähig sind oder ein Gipsbein haben, das hat eine große Relevanz. Und deshalb ist Motorradfahren ein gefährliches Hobby, das sie besser weglassen sollten, wenn sie sich bewerben. Und da bin ich jetzt beim zehnten Hobby, ehe ich auf das Angeln noch mal kurz zurückkomme. Und das zehnte Hobby ist Fußball. Ich habe auch meine ganze Jugend lang Fußball gespielt und ich habe es für ein tolles Hobby gehalten, für einen Teamsport. Dennoch weiß ich, dass einige Firmen Vorurteile haben. Ich habe es schon erlebt, als ich als Supervisor dabei war, dass man auf Lebensläufe geschaut hat und gesagt hat, guck mal, der spielt Fußball, wer weiß, ob der sich nicht am Wochenende verletzt und wie viel trainiert der eigentlich? Hat der Energie, hier bei uns auch eine Überstunde zu machen? Und schon war der Fußballer aussortiert. Darum ist Fußball zumindest ein riskantes Hobby, wenn Sie das angeben. Es kann immer passieren, dass Sie deshalb aussortiert werden. Und jetzt komme ich aufs Angeln und dann sage ich noch was generell. Ob man sich überhaupt nach den Wünschen der Firmen richten soll oder ob man sein Hobby einfach trotzdem angibt. Beim Angeln wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich halte das für ein wunderbares, für ein großartiges Hobby, für eine einmalige Verbindung mit der Natur. Aber ich weiß, dass die Meinungen anderer Menschen sehr weit auseinanderdriften. Und ich weiß nicht, welche Meinung der Personalentscheider selber vertritt. Also mal angenommen, meine Bewerbung, in der ich Angeln als Hobby angebe, die landet auf dem Tisch von einer Personalerin, die eine absolute Angelgegnerin ist. Dann wird sie sich nicht freimachen können davon, dass sie mich deshalb unsympathischer findet und dass sie mich deshalb vielleicht aussortiert. Dieses Risiko, das würde ich nicht eingehen, zumal das Angeln jetzt bei den meisten Berufen auch keine Relevanz dafür hat, dass ich geeigneter bin für den Job oder ungeeigneter. Aber jetzt sage ich noch etwas hinzu. Wenn Sie sagen nach dem Schauen dieses Videos, ich möchte zu meinem Hobby stehen, ich möchte es unbedingt angeben und ich nehme auch in Kauf, dass ich deshalb ein paar Absagen mehr bekomme, das finde ich auch absolut in Ordnung. Dramatisch ist es nur, wenn Leute dringend einen Job bräuchten und sie verbauen in sich, weil sie ein Hobby oder eine Tätigkeit angeben, die sie disqualifizieren. Darum habe ich dieses Video gemacht. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Sie eine perfekte Bewerbung schreiben, auch einen perfekten Lebenslauf, dann nutzen Sie gern mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da sind all meine Erfolgsrezepte aus über 20 Jahren drin. Ich weiß durch ganz viele Rückmeldungen, dass Menschen damit sehr erfolgreich sind beim Bewerben, auch solche, die vorher viele Absagen kassiert haben. Klicken Sie hier, testen Sie es 30 Tage lang. Es ist eine Erfolgsgarantie darauf. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn Sie noch ein Video von mir anschauen, und zwar das Video darüber, wie Sie perfekt auf die Schwächenfrage im Vorstellungsgespräch antworten. Das wird Sie verblüffen. Wir blenden es gleich noch ein. Abonnieren Sie den Kanal hier mit Glocke und schnappen Sie sich Ihren Traumjob. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Wehrle.